Dürft euch gerne setzen. Dankeschön. Hey, wer weiß, was das Thema gestern war? Weiß jemand, was das Thema gestern war? Ich glaube, keiner mehr. Du hast so oft gehört. Wer möchte ganz kurz sagen, was das Thema war? Heiliger Geist. Heiliger Geist, genau. Und heute Morgen haben wir gesagt, okay, wir machen eine passende Predigt dazu, eine kurze Predigt. Und ich dachte mir, ich möchte heute, ja, gestern haben wir sehr viel Lernen darüber gehört, ist auch aufgenommen worden. Vielleicht, wenn ich da war, kann das auch gerne nachhören. Heute will ich einfach so sprechen über den Heiligen Geist und den Missionsbefehl, weil ich glaube, da ist eine ganz große Verbindung und eine ganz große Komponente. Und wir wollen uns, wenn wir es schaffen, ich kann nicht versprechen, ob wir uns wirklich all diese Texte anschauen, will es nicht zu lang machen, aber wir wollen in Apostelgeschichte 1 starten und vielleicht werden wir ganz kurz noch in Johannes Kapitel 16 und Johannes Kapitel 14 hineinschauen. Aber ich möchte euch starten mit Apostelgeschichte Kapitel 1. Wer möchte, kann das mit mir zusammen aufschlagen. Und Apostelgeschichte Kapitel 1, ich werde mal lesen ab Vers 1. Und hier heißt es folgendermaßen. Hier schreibt Lukas, der Arzt, der Johannes, der den Bericht von der Apostelgeschichte geschrieben hat, er schreibt, den ersten Bericht, also das Lukas-Evangelium, habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, oder den Gesandten, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Erstmal bis hierhin, okay? So, Lukas spricht davon, dass Jesus verschiedene Dinge getan hat, und wir wissen das alle, aber dann, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, aber dass er seinen Aposteln oder seinen Jüngern vorher einen Befehl gegeben hat. Ich finde, dieses Wort hier ist ein starkes Wort oder stark gewählt, weil wir reden oft von dem Missionsauftrag, aber hier wird von einem Befehl an die Jünger gesprochen. Interessant ist, dass Jesus das Evangelium vom Königreich Gottes verkündigt hat. Amen. Jesus brachte das Evangelium vom Königreich und auch als er seine Jünger aussandte, einmal die 12, dann die 72, gab er ihnen den Befehl, geht und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Okay? Die zentrale Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes, was wir auch bis heute noch verkündigen, ist natürlich der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Weil Jesus kam auf diese Erde als unser Erretter, als unser Erlöser, um den Weg in das Königreich Gottes hinein zu öffnen. Amen. Amen. Aber, dass es hier um ein Königreich geht, was Jesus vom Himmel auf die Erde gebracht hat, und diesen Auftrag haben wir heute immer noch, oder? Wir denken an dieses Gebet, was Jesus uns beigebracht hat. Ein zentraler Punkt oder ein wichtiger Punkt in diesem Gebet ist, dass wir beten, Vater, dein Königreich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Das war Gottes Wille, das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde zu bringen, den Weg zu öffnen und dass Menschen mit hineinkommen können in dieses Königreich oder die Königsherrschaft Gottes. Das Interessante ist, wenn wir über dieses Königreich Gottes reden, dann gibt es ja auch einen König in diesem Königreich, oder? Wer ist unser König? Amen. Jesus ist unser König. Okay. Traut sich niemand einfach selber reinzugucken. Ihr dürft gerne mit mir reden. Jesus ist unser König. Jesus ist der König dieses Königreichs. Und das Interessante ist, dass Jesus, bevor er in den Himmel fuhr, er gab seinen Jüngern einen Befehl. Und wenn wir verstehen, Jesus ist unser König, er ist unser Gott, auch unser Freund, auch unser Bruder, aber dann verstehen wir, dass dieser Befehl, dieser Auftrag, den Jesus gegeben hat, das ist der Befehl des Königs an seine Jünger, an seine Gemeinde. Amen. An diese Botschafter des Königreichs, okay? Wir sind keine Knechte und Sklaven in dem Königreich, wir sind Botschafter des Königreichs Gottes, jeder, der zu Jesus gehört. Und Jesus gibt diesen königlichen Befehl und dieser Befehl ist dieser Missionsbefehl. Was ich in der Bibel finde, ist, Jesus hat uns einige Gebote gegeben, okay? Nicht gleich mit dem mosaischen Gesetz oder Gesetzen im Alten Testament, aber das zentrale Gebot, was Jesus uns gegeben hat, ist Gott von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Amen? Dieses Doppelgebot der Liebe, was wir haben. Jesus hat einige andere Anweisungen gegeben darüber, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Aber er hat einen einzigen zentralen Befehl gegeben und das ist dieser Missionsbefehl. Amen.
So, wenn wir uns fragen, hey, was ist unsere Aufgabe, wofür sind wir da, was tun wir eigentlich, dann ist die Antwort ganz einfach. Wir sind von Jesus gegeben als seine Kinder, die schon Teil von seinem Königreich geworden sind, weil unsere Sünden schon vergeben sind, weil wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur geworden sind. Aber jetzt unser Auftrag, der Befehl, unter dem wir laufen, ist es, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und sie ebenfalls zu seinen Jüngern zu machen. Halleluja. Das ist der Auftrag, den er gegeben hat. Ganz kurz, ich möchte das vorlesen, diesen Auftrag aus Matthäus Kapitel 28. Wir haben es schon oft gehört. Ich glaube immer, wir können es nicht genug hören. Und hier sagt Jesus, und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ist das nicht wunderbar zu hören? Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das gibt uns Trost in dieser Zeit, egal was draußen geschieht. Gott ist immer noch allmächtig. Amen. Er hat alle Macht. Und jetzt gibt er uns diesen Befehl und sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. So, Jesus gibt uns diesen königlichen Befehl. Das gilt genauso für uns heute. Wenn wir diesen Befehl nicht ausführen, wenn wir diesen Auftrag nicht ausführen, dann laufen wir am Ziel vorbei, was Gott mit uns hat auf dieser Erde. Das ist vielleicht eine harte Aussage, aber das ist, was hier steht, weil er möchte, dass das geschieht. Wir haben die Liebe Gottes erfahren. Gott liebt uns so sehr. Wir sind gerettet worden. Unsere Schuld, wenn du jetzt anhörst, unsere Sünden sind vergeben. Wir sind eine neue Schöpfung auf geistlicher Ebene. Du bist eine Königin und eine Priesterin. Du bist ein König und ein Priester geworden in Christus Jesus. In der Offenbarung heißt es, wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren, wenn wir im Himmel sind. Alles das bist du jetzt. Vielleicht schauen wir ganz kurz deinen Nachbarn an. Und ich weiß nicht, ob du sehen kannst, man kann es nicht sehen, glaube ich, aber da ist eine königliche Krone auf dem Haupt deines Nachbarn oder deiner Nachbarin. Amen. Weil wir eine königliche Priesterschaft geworden sind. Hey, du bist, was Jesus mit uns, mit mir, mit dir gemacht hat, ist so besonders. Ist so wertvoll. Ich weiß, wir fühlen uns anders. Okay? Und ich glaube, eins der Dinge, die wir lernen, ist auch in Nachfolge, ist es nicht immer auf unsere Gefühle zu hören. Okay? Unsere Gefühle, die können uns ganz andere Dinge einreden. Unsere Gefühle können uns einreden, du bist schwach, du bist arm, du kannst nicht und du hast nicht und alles drum und dran. Aber wir wollen die Wahrheit Gottes über unsere Gefühle setzen. Egal wie du dich heute fühlst, du bist eine königliche Priesterin. Du bist ein königlicher Priester. Du bist ein Botschafter des Himmels. Du bist der Tempel Gottes geworden. Der Heilige Geist lebt in dir. Er hat dich zum Allerheiligsten gemacht. Amen. Du bist besonders in den Augen Gottes. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertvoll. Du hast eine Identität bekommen, die unfassbar gut ist und die nichts auf dieser Erde geben kann als Jesus alleine. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, das bist du. Halleluja. Das bist du. Ihr Lieben, das alles sind wir. Ich habe wirklich den Eindruck, ich wollte das gar nicht so sehr darauf eingehen, aber ich habe den Eindruck, wirklich dir zu sagen, lasst uns die Lügen des Teufels, die auf unserem Emotionsleben liegen, herunterbrechen mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil oft, wie wir uns fühlen, so verhalten wir uns auch. Und darum ist es wichtig, dass unser inneres Leben, auch unsere innere Emotionswelt in Übereinstimmung kommt mit dem, was Gott über uns sagt. Nicht mit dem, was wir fühlen. Amen. Und wir können das lernen, weil Transformation oder die Erneuerung der Gesinnung geschieht durch was? Durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Amen. Und wir wollen das. Wenn du dich nicht fühlst als königliche Priesterin, dann wirst du wenig Motivation haben, jemand anderem zu erzählen, hey, du kannst ein wunderbares Leben mit Jesus haben und das ist eine neue Identität und alles drum und dran. Weißt du, wenn wir das selber nicht wahrnehmen, werden wir das schwer authentisch weitergeben können. Und darum ist mein Wunsch, wir werden kurz dafür beten, okay? Lass uns mal kurz aufstehen. Ich merke, das ist so wichtig. Wir lieben Identität in Jesus, ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du in der Identität wandelst, dass ich in der Identität wandle, die Jesus gegeben hat. Amen. Weißt du, wenn hier zum Beispiel dort in Afrika oder verschiedene Orte, wo ich predigen darf, wenn man wüsste, manche Leute denken, oh, das machst du bestimmt so einfach. Manchmal bin ich so aufgeregt vorher. Manchmal fühlt man sich so schlecht vorher. Irgendwelche Gedanken von Anklage kommen. Und das, was ich lernen darf, immer noch lernen darf, ist, ich schaue auf das, was Gott über mich sagt. Ich stehe dort, nicht weil ich mir das selber ausgesucht habe, nicht weil ich besser bin als andere. Ich stehe nicht deswegen hier,
aber weil Gott mich berufen hat, ein Botschafter seines Königreichs zu sein. Amen. Halleluja. Und genauso ist es mit dir. Amen. Du bist eine Botschafterin. Du bist ein Königskind. Weißt du, wir alle machen Fehler. Wir sollen heilig leben und den Heiligen wandeln. Das muss unser Bestreben sein, Heilige für Gefäße zu sein. Die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Aber trotzdem sind wir nicht fehlerlos, solange wir auf dieser Erde sind. Ein Problem, was da ist, wenn wir uns ausstrecken nach Heiligung und trotzdem Fehler machen, wenn der Teufel uns anklagt und uns immer wieder zeigt, du bist nicht und du hast nicht aufgrund dessen. Jesus ist gestorben für unsere Sünden am Kreuz, weil wir nicht fehlerlos sind. Amen. Darum hat er sein fehlerloses Leben gegeben, um dich anzukleiden mit fehlerloser Gerechtigkeit. Nicht deine eigene, nicht Selbstgerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Amen. Können wir kurz die Augen lesen? Vielleicht möchtest du die Hand auf dein Herz legen. Und Gott erhört Gebet. Ich habe jetzt Vertrauen für ein Wunder, dass Gott, und das wird ein Prozess anfangen, es wird vielleicht nicht von heute auf morgen, dass Gott heute anfängt, Identität in uns zu bestärken. Weißt du, halt vielleicht deine Augen schon geschlossen, ich sage nur das eine, weißt du, wenn du hingehen willst und Menschen die Hände auflegst, um die Kranken zu heilen oder für Leute zu beten, zum Beispiel wie wir das dort in Afrika viel erlebt haben jetzt, um Dämonen auszutreiben, Menschen, die so gebunden sind, weißt du, wir müssen dann wissen, wer wir sind in Jesus. Aus uns selbst heraus können wir das nicht, aber in Jesus sind wir geworden, Amen, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Jesus, ich bete für jedes Herz, jetzt in dem Namen Jesus. Und Herr Jesus, in deiner Autorität, die du mir gegeben hast, die du uns allen gegeben hast, in der Kraft deines Namens, in der Kraft deines Blutes, Herr, komme ich gegen jede dämonische Macht von Anklage und Minderwert in Jesu Namen, Herr. Und ich binde diese Mächte durch dein Blut, Jesus Christus. Danke, dass du gesiegt hast am Kreuz von Golgatha und du hast uns eine neue Identität gegeben, Herr. Unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben, Herr. Vater, ich bete dort, wo wirklich ich sehe, wie Anfechtungen, die so oft die Gedanken einprasseln, von Minderwert und Anklage in Fragestellung, Vater, bis hin wirklich zu depressiven Gedanken, Herr, bis hin so vor einem Gefühl, lebensmüde zu sein. Heute in deinem Namen, Jesus, sprechen wir Sieg aus über die Gedanken, Sieg über die Emotionen. Wir beten, dass Licht hineinkommt in die Gedanken, durch deinen wunderbaren Namen, Jesus, Herr. In Jesu Namen, Herr. Vater, wir brechen, wir zerstören heute Morgen, dein Wort sagt in 2. Korinther Kapitel 10, Herr, dass wir die Autorität haben, durch die Waffen, die du uns gegeben hast, Gedankenfestungen des Feindes niederzureißen. Und wir beten heute, dass Gedankenfestungen von Minderwert, Herr, und von Depression einbrechen in Jesu Namen. In Jesu Namen, alle Gedankengebäude der Finsternis, wir sprechen sie an durch den Namen Jesus und wir sagen, ihr müsst gehen, ihr habt kein Anrecht mehr über die Kinder Gottes. Wir sprechen Freiheit aus durch das Blut von Jesus Christus. In Jesu Namen, Amen. 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 Ihr dürft euch setzen. Okay. Ich merke jetzt schon, die Predigt wird anders, als ich geplant habe. Ist öfters so irgendwie. Okay, aber hier dieser Auftrag, Amen. Und wir müssen es lieben, wir müssen Freude darüber haben, Menschen zu dem zu machen, was wir geworden sind, ihr Lieben. Okay? Ich merke, die Predigt ein bisschen anders, ich wollte eigentlich vor anderen Sachen sagen, aber ich spüre, dass Gott hier Wert drauf legt. Wenn du dein Leben anschaust, du musst Freude darüber haben, was Jesus mit dir gemacht hat, um andere Menschen dazu machen zu wollen. Und wir dürfen dafür beten. Weißt du, vielleicht, ich glaube, dieses Gebet hat heute etwas angefangen. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, darin weiterzugehen. Ich werde das vielleicht Kevin zuschicken. Ich habe so eine Liste einfach mit allen Bibelstellen, wo über Identität gesprochen wird, was wir Jesus geworden sind. Ich glaube, ich habe eine in Deutsch, es sind sehr viele Punkte. Ich habe eine in Englisch, aber es sind fast knapp 150. Oder ich habe über 150 Punkte, ich glaube fast 300 Punkte, wenn ich es nicht habe, die einfach über Identität sprechen. Der wir jetzt sind in Jesus. Ich werde das ihm schicken, ich kann das an die Gemeinde weiterleiten, wenn das für euch okay ist. Und ich möchte dich ermutigen, liest dir das durch und bete dadurch. Bete dadurch. Du fühlst vielleicht etwas anderes, aber sag, bete einfach und sag, Jesus, ich danke dir, dass du mich gerecht und heilig gemacht hast. Jesus, ich danke dir, dass ich eine neue Schöpfung bin in dir. Jesus, ich danke dir, dass ich frei geworden bin von Sünde durch dich. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir in diese Identität reinkommen, die Jesus uns gegeben hat. Amen. Amen. Ich denke, wir verstehen das. Und ich habe das Gefühl, geh dort hinein. Wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst, nach dieser Predigt, weißt du, bete nochmal darüber. Vielleicht mach dir in dein Handy, mach dir einen Eintrag hier rein, einfach stell dir deinen Wecker vielleicht danach. Und wenn das klingelt jeden Tag oder vielleicht zweimal am Tag, dann einfach, dass du zwei Bibelstellen nimmst und zwei Bibelstellen über dich selber betest, die darüber sprechen, wer du geworden bist in Jesus Christus. Amen. Das ist was uns Hoffnung gibt, das ist was uns Stärke gibt.
weil ich diese Freiheit spüren kann, weil ich diese Freiheit von meinem Verstand in mein Herz hineingebrochen ist. Darum ist eins meiner größten Anliegen geworden, dass andere Menschen in die Freiheit reinkommen. Amen. Dieses Seminar, was wir gestern gehalten haben, das ist ein Stück von meinem Leben geworden. Und darum habe ich so eine Freude, aber auch so einen Eifer dafür, das Leuten weiterzugeben. Weil ich weiß, das ist nicht nur für mich, das ist für jeden da. Jesus ist am Kreuz, das ist für jeden. Und ich wünsche mir so sehr, wenn ich Leute sehe, die ohne die Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, die ihn nicht kennen, die seine Stimme nicht hören können. Mein größter Wunsch ist, dass sie das auch erfahren. Weil das zum Segen in mein Leben bringt. Amen. Lass uns in die Identität hineinlaufen, die Gott für dich hat. Ja. Halleluja. Und wenn du angefochten wirst in deinen Gedanken, und ich habe diesen Eindruck gehabt über ein paar Personen, ich will nicht den Namen da rausholen, aber ich möchte dir einfach sagen, wenn du solche negativen Gedanken hast, manche Leute, wenn sie nicht schlafen, reden einfach negative Gedanken, aber ich sehe vor allen Dingen, wenn du morgens aufwachst und da kommen Gedanken von Anklage, so wirklich so wie ein Gefühl von Depression, wie als jemand so eine Last auf deine Schultern gelegt hat, du kannst gegen diese Gedanken sprechen. Amen. Es gibt viele verschiedene Formen von Gebet in der Bibel. Wir müssen unbedingt ganz neu lernen über Gebet. Wir kennen meistens eine Form von Gebet, das ist, wir reden zu Gott, wir sagen Amen, wir gehen aus dem Zimmer raus. Okay? Das ist eine Form von Gebet, dass wir zu Gott reden. Es gibt andere Arten von Gebet, dass wir Gott zuhören zum Beispiel, weil Gebet heißt der Austausch mit Gott. Wir sehen aber auch, dass Jesus lehrt darüber, im Gebet zu proklamieren oder Dinge auszusprechen. Zum Beispiel sagt er, wenn jemand Glauben hat und zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Weißt du, was der Kontext davon ist? Jesus lehrt seine Jünger über Gebet im Kontext, über Gebet im Glauben. Und er lehrt dort, gegen bestimmte Festungen und Gewalten zu sprechen in dem Namen Jesus. Es ging dort nie darum, dass wir Berge von einem Ort zum anderen setzen. Wer das kann, ich will das unbedingt mal sehen. Aber wir können geistlich Dinge verändern und versetzen. Amen. Und oft Dinge, die in unserem Leben sind, physisch gesehen. Manche Dinge sind einfach natürlich bedingt, okay? Aber es gibt geistliche Dinge, die der Feind in unser Leben hineinbringt. Manche Depressionen sind geistliche Angriffe, weil der Feind dich davon abhalten möchte, dass du in deine Berufung läufst. Dass du Zeugnis bist, okay? Manche Probleme, die in unserem Leben aufkommen, haben einen geistlichen Ursprung, okay? Und wenn wir zu Afrika gehen und dort erleben, was geistige Mächte heute immer noch machen können, das ist hier genauso, es ist nicht so offensichtlich. Und dann sieht man einfach, physische Probleme können geistliche Ursprünge haben. Und wir haben Autorität bekommen, im Namen Jesus dagegen zu sprechen. Amen. Wir haben Autorität bekommen, im Namen von Jesus dagegen zu beten. Und Dinge von unserem Leben wegzuschicken. Und wenn du morgens aufwachst und diese Gedanken sind da, du kannst sagen, in dem Namen Jesus, alle negativen Gedanken, jedes Gefühl von Depression, ich bete, dass es jetzt von meinem Leben weggehen muss. Und ich proklamiere, dass Jesus mir einen Frieden gegeben hat, der alle Vernunft übersteigt, nach Philippa Kapitel 4. Amen. Es ist Gebet. Eines der mächtigsten Gebete, denke ich, ist das Wort Gottes zu beten. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Unser vorletzten Fahrt in Ostdeutschland waren wir im Auto als Team. Und ich habe gesagt, komm, wir lesen ein Kapitel in der Bibel und dann beten wir Vers für Vers durch dieses Kapitel hindurch. Wenn dort Verheißungen sind, wir danken Gott für diese Verheißung. Wir proklamieren diese Verheißung. Wir sind Vers für Vers durchgegangen. Amen. Das bringt Sieg in dein Leben, wenn du lernst, Bibelstellen zu beten. Amen. Wahrheiten Gottes über dich auszusprechen. Ganz kurz eine Stelle, die mit diesem Missionsauftrag zu tun hat. Ich glaube in Lukas Kapitel 10, aber ich schaue ganz kurz nach. Das Lesezeichen eben nur draus gemacht. Was mit den Arbeitern? Ne, mit den Ausländern 70 Jünger. Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Genau, richtig. Schau mal, hier sendet die Jünger aus, okay? Nicht die 12 Apostel. Hier hat er diese 72 Jünger ausgesandt. Oder außerdem 70 Jünger. Und er sendet sie aus und die gehen raus. Und Jesus gibt ihnen den Auftrag, denselben Auftrag, den sie auch vorher hatten. Er sagt, geht hin und verkündigt das Evangelium vom Königreich Gottes. Und dann sagt er zu ihnen, hey Leute, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Das ist heute immer noch so. Die Ernte ist so groß. Amen. Aber wir wollen Erntearbeiter sein. Und dann gehen die Jünger aus und sie verkündigen das Evangelium. Sie heilen die Kranken. Es ist interessant, dass immer die Verkündigung des Evangeliums hier in den Aussendungen mit Heilung der Kranken zu tun hatte, weil es ein Teil des Königreichs ist. Heilung, Befreiung. Amen. Und das Königreich ist nicht nur, dass Menschen sagen, ich bin jetzt gerettet
Und mein Name steht im Buch des Lebens und hier auf der Erde leben wir ein Leben in Bedrückung und Niederlage und so weiter und so fort. Und es brachte auch Befreiung mit sich und auch Heilung in manchen Fällen. Schaut mal hier dann, was geschieht in Lukas Kapitel 10, Vers 17. Hier heißt es, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihm, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Amen. Mit der Aussendung, und das ist, wir gehen jetzt zurück zu Matthäus Kapitel 28, wir machen so einen Bogen da rein. Mit der Aussendung gab Jesus eine besondere Befähigung. Wenn wir als Jünger ausgesandt werden, wenn wir ausgesandt werden, um den Auftrag auszuführen, gibt uns Jesus eine besondere Befähigung. In Markus Kapitel 16, das ist eine Parallelstelle zu Matthäus 28, auch dort ist der Missionsauftrag. Und dort heißt es, und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden und so weiter und so fort. Und sie werden auf Kranke die Hände auflegen, es wird besser mit ihnen werden. So, Jesus gibt dir Autorität. Er hat uns nicht nur gesandt, er gibt uns Vollmacht, er gibt uns Autorität in diesem Auftrag. Amen. Über alle Mächte und Gewalten der Finsternis, das ist so wichtig zu verstehen. Manche Leute sagen, ja, ob das heute immer noch so ist, wir werden ja auch nicht von Schlangen gebissen und überleben das. Als wenn Jesus gesagt hätte, hey, geht hin, sucht die Schlangen, lasst euch beißen, guckt, ob ihr das überlebt. Das war nicht damit gemeint. Es war damit gemeint, dass ein besonderer Schutz und eine besondere Bewahrung einhergeht mit dem Leben als ein Jünger und als ein Verkündiger vom Reich Gottes. Amen. Und Jesus hat dir Autorität gegeben über alle Macht des Feindes. Wir sind keine Opfer von den Anfechtungen des Feindes. Wir sind keine Opfer von dämonischen Mächten, Albträumen, negativen Einflüssen. Wir sind keine Opfer davon. Wir haben Herrschaft bekommen in Jesus Christus. Adam und Eva im Garten durch den Sündenfall haben diese Herrschaft über diese Erde abgetreten an den Teufel. Der Teufel hatte keine Herrschaft über die Erde. Die Autorität wurde den Menschen gegeben, zu herrschen und zu regieren. Der Feind hat sie weggenommen durch Verführung. Und Jesus hat sie zurückgebracht. Amen. Durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und wir wandeln in Autorität. Wir sind nicht unter den Mächten und Gewalten der Finsternis, sondern Jesus hat uns einen neuen Stand gegeben als Söhne und Töchter Gottes. Vielleicht ist es neu, was du gerade hörst, aber du hast Autorität bekommen in Jesus. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Ich sage nicht, dass alle Umstände perfekt sein werden. Manchmal können wir nicht alle Umstände wegbeten. Manchmal braucht Gott Umstände, uns zu formen. Oder wie auch immer. Aber trotzdem bist du kein Opfer deiner Umstände. Du bist kein Opfer von irgendwelchen Anfechtungen und dämonischen Menschen. Okay? Das ist so wichtig zu wissen. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, oh, wir haben Anfechtung gehabt vor diesem Seminar gestern und alles drum und dran. Für uns ist es eine der normalsten Dinge, Anfechtung zu haben. Bevor wir aufs Feld gehen und hunderte Leute sich bekehren, wir haben 21 Tage Fasten und Gebet. Wir beten jeden Tag, wenn wir auf dem Feld sind, 2-3 Stunden. Warum? Weil natürlich fasst den Feind nicht, was wir tun. Wenn du einen Schritt in deine Berufung hineingehst, nur einen Schritt hineingehst, in deine Berufung hinein, als ein Zeuge von dem, was Jesus getan hat. Egal in welchem Bereich, du musst kein Prediger werden, okay? Wir können teilnehmen in dem Missionsauftrag als Businessleute. Amen. Und durch unsere Firma, wir können dort das Evangelium verkündigen und wir können dort Finanzen freisetzen für das Reich Gottes. Wir können Verkündiger von dem, oder wir können Ausführer von dem Missionsbefehl sein als Kindergärtner oder Lehrer. Dort, wo wir sind, wir müssen nicht alle in den Vollzeitdienst gehen. Amen. Aber dort, wo wir einen Schritt hinein machen in unsere Berufung, ein einziger Schritt, dann kommt natürlich Widerstand. Weil der Feind will das nicht. Will nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist ganz normal. Ich habe manche Seminare gehalten, meine Kinder sind richtig krank geworden vorher. Und wir haben dagegen gebetet und alles drum und dran. Okay? Und Gott hat Gnade geschenkt. So, der Feind greift uns an, aber wir sind keine Opfer der Angriffe des Feindes. Amen. Weil sonst werden wir einen Schritt machen nach vorne und dann werden wir 3 Schritte machen zurück. Okay? Weil wir sagen, okay, jetzt fange ich an, Gott neu zu dienen. Dann kommt ein Problem auf der Arbeitsstelle. Ne? Da kommt ein Problem in der Ehe, in der Familie, irgendetwas, was hochgewirbelt wird, nicht durch nur äußerliche Umstände, sondern durch geistige Mächte. Und wenn wir das Mindset haben, hey, wir fühlen uns als Opfer, warum passiert mir das, ich kann nichts dagegen tun, wir werden nicht weitergehen. Der Feind hat sein Ziel erfüllt. Wir bleiben dort, wo wir sind, kleine Gemeindekinder, und wir gehen nicht voran. Aber ich möchte dir sagen, du hast Autorität bekommen.
Dein Gebet hat Autorität. Wenn du betest, geschieht etwas. Das ist Vollmacht. Amen. Wir haben gestern dieses ganze Thema gehabt über den Heiligen Geist, der in uns lebt, über die Kraft des Heiligen Geistes. Diese verschiedenen Dinge, die dritte Person der Trinität mit sich bringen, das ist nicht für irgendwelche besonderen Menschen. Das ist für jeden Jünger von Jesus Christus. Halleluja. Und wir wollen lernen, in der Autorität zu wandeln, die Gott uns gegeben hat. Amen. Schaut nochmal den Missionsbefehl, Vers 18. Hier sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Halleluja. Sieht es immer danach aus, dass Jesus alle Macht hat? In dem Chaos, in dem wir gerade leben, sieht es danach aus? Nein. Ist es die Wahrheit? Ja. Amen. Halleluja. So, da müssen wir manchmal überwinden, was wir physisch sehen, mit dem, mit der geistlichen Wahrheit, die die Bibel herausstellt. Jesus ist derjenige, der regiert. Er schreibt diese Geschichte. Der Feind ist immer noch da, aber er ist ein besiegter Feind zum allerersten. Er ist schon besiegt. Amen. Jesus hat der Schlange den Kopf schon zertreten. Trotzdem ist er noch da und kämpft und versucht verschiedene Dinge. Das ist ein geistiger Kampf, der stattfindet zu 100%. Und es ist so, wenn wir merken, dass wir schmecken das als Gemeinde, bevor wir irgendeinen Einsatz haben, bevor wir rausgehen, irgendetwas tun, was das Königreich nach vorne bringt, da ist Kampf. Aber wir dürfen wissen, gegen einen besiegten Feind. Amen. Das mag physisch manchmal nicht so aussehen, aber geistlich, Jesus hat alle Macht und er hat uns Macht und Autorität gegeben über alle Gewalt des Feindes. Wir sind Sieger in ihm. Er hat uns nicht ausgesandt kraftlos oder schwach, er hat uns ausgesandt in Vollmacht und Autorität. Und dann am Ende von diesem Missionsbefehl heißt es Folgendes, und er sagt hier, und siehe, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Wisst ihr was? Ich will das nicht so sagen, so ganz so krass sagen, aber wenn wir diese Stelle in Matthäus 28, Kapitel 20, also Vers 20 anschauen, dann sagt Jesus, ich bin mit dir alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Aber warum ist er mit uns? Während was ist er mit uns? Diese Stelle, natürlich ist er immer mit uns und er alles drum und dran, aber trotzdem ist diese Stelle in diesem Vers verknüpft mit dem Missionsbefehl. Er sagt, es ist mir alle Macht gegeben. Dann hast du in der Mitte der Missionsbefehl am Ende die Ermutigung und siehe, ich bin mit euch. Während ihr hingeht, während ihr diesen Auftrag ausführt, bin ich mit euch alle Zeit, bis ans Ende dieser Weltzeit. Bin ich mit dir. Ihr Lieben, wenn wir uns entscheiden, mit dir voranzugehen, Gott ist mit dir. Amen. Amen. Wenn wir mit ihm gehen, Gott ist mit dir. Amen. Und das ist diese Ermutigung, die wir haben. Wisst ihr, was ich sogar glaube? Gott ist immer mit uns. Ob wir, wenn wir Kinder Gottes sind, Gott ist mit uns, weil er lebt in uns, wie soll er nicht mit uns sein? Okay? Auch wenn wir nicht Anteil nehmen am Missionsauftrag, durch verschiedene Arten. Und wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass man sagt, jeder muss jetzt Prediger werden oder wie auch immer. Ich glaube, dass egal, wo dich Gott hingestellt hat, in welchem Gesellschaftsbereich, du dort eine Möglichkeit hast, Anteil zu nehmen an den Missionsbefehlen. Amen? Wisst ihr, was ich glaube? Dass Gott in besonderer Weise mit uns ist, während wir den Missionsbefehl ausführen. Ich glaube, dass es Dimensionen der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes gibt, die du nicht erlebst, wenn du nicht Teil des Missionsbefehls bist. Ich sage nicht, dass Gott nicht mit dir ist. Gott ist mit uns. Er lebt in dir. Wie kann er nicht mit uns sein? Amen. So, wir können da sein und wir können nicht Anteil daran nehmen. Er ist mit uns. Ich glaube, wenn du anfängst, Anteil zu nehmen an der Ausführung des Missionsbefehls, dass wir eine Nähe, dass wir eine Gegenwart Gottes erleben, die wir sonst nicht erleben. Weil diese Verheißung steht dort mit drin. Eigentlich kann man sagen, während ihr geht, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, wir sind bevollmächtigte Gesandte. Ich weiß, irgendwie hat mir Gott so eine Stimme gegeben, die kräftig ist. In meiner Stimme liegt keine Vollmacht. Ich bin nicht der bevollmächtigte Gesandte. Wir alle sind bevollmächtigte Gesandte. Amen. Es liegt nicht an der Stimme, die wir haben. Es liegt nicht daran, ob wir charismatisch auftreten können. Es liegt an dem Stand, den wir durch das Blut, durch die Jesus von Jesus bekommen haben. Dass wir bevollmächtigte Gesandte sind, liegt daran, dass er am Kreuz bezahlt hat, nicht an dem, was wir getan haben. Und dass er den Heiligen Geist gesandt hat und dass Gott, der Heilige Geist, jetzt in uns lebt, in dir lebt. Amen. Bevollmächtigte Gesandte. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, du bist ein bevollmächtigter Gesandter. Oder ein bevollmächtigter Gesandter. Ja, du bist ein bevollmächtigter. Wir gucken diese anderen Bibelstellen wahrscheinlich nicht mehr an, Johannes Kapitel 16 und Johannes Kapitel 14, das ist auch okay. Ich denke, hier ist der Punkt, auf den wir heute hinausgehen sollen. Aber ich möchte noch eine Sache kurz
einfach anbringen, und das passt auch zu dem Seminar gestern, und ich denke, das ist wichtig. Auf welche Art und Weise ist Jesus mit uns? Wie ist Jesus mit uns? Das ist doch eine gute Frage, oder? Er ist mit uns alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und ich sage dir jetzt, wie Jesus mit uns ist und wie das ganze Seminar gestern gehört, dann werden wir das direkt verstehen, wenn ich kann man das nachhören. Jesus ist mit uns durch den Heiligen Geist. Das ist sehr, sehr wichtig. Amen. Der Heilige Geist vertritt Jesus zu dem Vater und dem Sohn auf der Erde. Amen. Jesus hat gesagt, als er auf die Erde kam, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, wer Gemeinschaft mit Jesus hat, der hat die Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann geht Jesus hin, gibt ihm die Mission zu finden, aber Jesus ist in den Himmel gefahren. Apostelgeschichte Kapitel 1. Und sie haben ihn gesehen und die Engel standen da und haben gesagt, Herr, und haben ihn angeschaut. Und die Engel sehen, was schaut ihr denn so in den Himmel? Der kommt wieder in der Herrlichkeit, wie ihn hat wegfahren sehen, okay? Und jetzt sehen wir aus theologischer Sicht von der Bibel, dass Jesus im Himmel ist zu Rechten des Vaters. Aber Jesus sandte den Beistand, den Heiligen Geist, der mit uns sein würde, noch viel mehr, der in uns leben würde. Und durch den Heiligen Geist, die dritte Person der Trinität, lebt Gott in uns und ist mit uns. Amen. Okay? Das ist der Beistand. Und das ist so interessant. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, das, was wir gerade gelesen haben, war der Heilige Geist noch nicht da. Es ist so interessant zu sehen und zu verstehen, dass die Verheißung, dass Gott mit uns ist, alle Zeit, ist erfüllt durch den Beistand des Heiligen Geistes. Darum wird der Heilige Geist Beistand genannt, okay? Und zwar der andere Beistand, aber wesensgleich mit Jesus, selber Abstammung, selber Wert, okay? Wir können nicht in alles detailliert reingehen. Der Name für den Heiligen Geist ist Parakletos. Das kommt von Para und Kaleo und bedeutet der nahe zur Hilfe Herbeigerufene, okay? Para heißt nah im Griechischen oder an die Nähe, an die Seite, und Kaleo heißt rufen. Und der Heilige Geist ist der nahe zur Hilfe Herbeigerufene. Gott ist ein Gott, eine Trinität, der sich offenbart in drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und in dieser Zeit ist der Heilige Geist in uns, um uns, auf uns, in unserer Nähe, überall und vertritt den Vater und den Sohn. Amen. Und wenn er mit uns ist, Gott ist mit uns, weil er ein dreieiniger Gott ist. Halleluja. Und das Interessante ist hier in Apostelgeschichte Kapitel 1, als Lukas anfängt zu reden, da war der Heilige Geist noch nicht gekommen, okay? Und darum sagt Jesus Folgendes. In Vers 6 vom ersten Kapitel geht es weiter. Er sagt, ja, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und so weiter und so fort. Okay? Die haben politische Fragen gehabt. Die haben Dinge bis da noch nicht ganz verstanden oder vielleicht doch schon verstanden. Die Frage ist berechtigt, weil die haben darauf gewartet, dass der Messias das Königreich Israel wieder herstellt. Okay? Und das ist die Frage. Und ihr Lieben, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, wir können uns sehr viele politische Fragen stellen. Und wir können uns in sehr vielen politischen Fragen radikal verlaufen. Okay? Weil wir nicht alles wissen. In manchen Dingen müssen wir abwarten, wie Dinge sich ereignen. Wir können manche Dinge sehen, wir sollen Dinge einordnen und unterscheiden. Da sind Zeichen der Zeit mit dabei und alles drum und dran. Aber ich glaube, primär geht es um folgende Sache. Egal, ob der Antichrist übermorgen auf dem Thron sitzt oder was auch immer, primär geht es um das, was Jesus sagt. Er sagt, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen in diesem Bereich, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Amen. Wir haben schon, Jesus hat zu uns gesagt, wir sollen die Zeiten einordnen. Wir sollen an Israel schauen, wir sollen wissen, was passiert. Aber das, was wir primär als Auftrag haben, ist es, bevollmächtigte Gesandte zu sein. Amen. Verkündige das Evangelium. Schaut mal hier, noch vorher sagt er in Vers 4, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir gehört hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Amen. Die Jünger brauchten, dass Gott mit ihnen ist. Jesus würde mit ihnen sein durch den Heiligen Geist. Und darum sagt er, geht nicht einfach los, wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist. Die Jünger haben diesen Befehl befolgt. Darum saßen die 120 in diesem Obergemach. Wir haben gestern darüber geredet. Und die haben gewartet. Und die haben nicht passiv gewartet, die haben im Gebet gewartet. Bis Apostelgeschichte Kapitel 2, als der Heilige Geist ausgegossen wurde.
Und das Wunderbare ist, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, ich liebe diese Stelle, da heißt es, er kam in Form von Feuerzungen, die sich zerteilten, und jetzt ein Detail, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzten. Ich liebe dieses Wort, die sich auf jeden von ihnen setzten, auf jeden von ihnen. Weißt du, was das bedeutet? Gott geht nicht an dir vorbei. Amen. Die Kraft ist nicht für deinen Nachbarn da, Vollmacht ist nicht für deine Nachbarin da, Gott geht nicht an dir vorbei. Das, was er für andere vorbereitet hat, er hat es für dich vorbereitet. Da war eine Feuerzunge für jeden Einzelnen. In 1. Kapitel 12 haben wir gestern gelesen, dass der Heilige Geist einen jeden austeilt, wie er will. Gott geht nicht an dir vorbei. Amen. Er hat Autorität, er hat Kraft und er hat die Fülle des Heiligen Geistes auch für dich vorbereitet. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, als dann der Heilige Geist kam, wurde aus Jüngern, die vorher weggelaufen sind, die Jesus verraten haben, die wieder Fischen gefahren sind, aus diesen Jüngern wurden die kühnsten Verkündiger, die wir eigentlich sehen können. Von denen ein Großteil ihr Leben gelassen hat als Märtyrer für Jesus Christus. Amen. Was hat sie kühn gemacht? Was hat den feigen Petrus zu einem Märtyrer verwandelt? Als der Beistand kam. Als Gott durch den Heiligen Geist kam und ihn komplett erfüllte und nicht nur erfüllte, auch mit Kraft ausrüstete. Okay? Wir sehen diese Kraftausrüstung, Lukas Kapitel 19, die da war. Und schüchterne Jünger, die vorlaut waren, manchmal Dinge gemacht haben, wenn man die Evangelien liest, die waren Menschen wie jeder andere auch, okay? Sind zu kühnen Verkündigern geworden. Und das Wunderbare ist, dass Gott uns nicht losschickt in unserer eigenen Kraft. Er hat den Heiligen Geist zu uns gesandt. Und er möchte, dass wir in seiner Kraft gehen. Er ist keine Kraft, der Heilige Geist ist Person, dritte Person der Trinität Gottes. Aber er möchte, dass wir mit ihm in seiner Kraft gehen. Halleluja. Dass wir erfüllt sind von ihm. Ich mache hier einen Punkt mit einer praktischen Anwendung. Aber ich denke, das ist einfach gut für heute, für eine Predigt. Was ist eine Sache, wie wir dem Heiligen Geist mehr Raum für uns geben können oder wie wir in der Fülle des Geistes wandeln können? Ich möchte nur einen Punkt geben. Man könnte viele Dinge sagen. Wir haben gestern einige gehört, gerade im ersten Teil. Man kann das nachhören. Einfach sensibel für ihn sein, ihn als Person beachten. Aber besser ist, wenn man das einfach nachhört. Ich möchte nur heute auf einen Punkt eingehen. Ein Schlüsselpunkt ist Gebet. Ist Gebet. Weil im Gebet geben wir uns an Gott hin. Im Gebet öffnen wir unser Herz für Gott. Durch Gebet geben wir ihm Raum, dass er uns füllen kann. Ist nicht interessant, dass diese 120 im Obergemach waren und gebetet haben, als der Geist auf sie kam? Nicht interessant? Es hätte ja auch alles andere dort stehen können, oder? Aber die haben ausgeharrt im Gebet, die waren beständig im Gebet. Diese Gemeinde, diese erste Gemeinde, sie haben die Kraft des Gebets verstanden. Gebet ist eins werden mit Gott. Amen. Und ich glaube das, oder ich sehe das von der Bibel, dass der Heilige Geist als Person vollen Raum, volle Fülle in uns ein, dass wir uns einfach hingeben, ein Schlüssel ist Gebet. Ich zeige euch noch eine weitere Stelle zu diesem Gedanken von Gebet. Schaut mal, in Apostelgeschichte Kapitel 4. Es ist so interessant zu sehen, dass wir halten noch mal fest, in Apostelgeschichte Kapitel 2, der Heilige Geist wurde ausgesandt. Okay? Und der Heilige Geist ist hier auf der Erde. Gott ist hier. Der Vater und der Sohn sind im Himmel. Der Sohn sitzt zu Rechten des Vaters, aber Gott ist hier auf der Erde. Amen. So wie wir im Alten Testament sehen, Gott war auf der Erde. Wir sehen diese Wolkensäule, diese Feuersäule. Gott war da. Wahrnehmbar da. Und dort wird aber primär über Vater oder Yahweh Gott gesprochen, der sein Volk Israel leitet. Okay? Dann die Evangelienzeit, 33 Jahre, Gott war hier. Primär sehen wir aber vordergründig die zweite Person Gottes, und das ist nicht eine Unterteilung im Wert, einfach nur für uns nennen wir immer Nummern, ja, ist es Jesus Christus, war da. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus wirkte in der Autorität und unter der Leitung von Gott, dem Heiligen Geist. Und dann diese Zeitalter der Gemeinde, des neuen Bundes, Gemeinde und Heiliger Geist, Gott ist hier. Du musst dir vorstellen, Jesus ist nicht weggegangen und Jesus sagt es in Johannes Kapitel 14. Er sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. In Johannes Kapitel 14 könnt ihr nachlesen. Er hat uns nicht als Weisen auf dieser Erde zurückgelassen, als er in den Himmel gefahren ist, sondern als er den Heiligen Geist sandte und der Heilige Geist kam zur Gemeinde und die Gemeinde entstand, kam Gott hierher. Und seitdem ist Gott hier auf der Erde. Solange wir hier sind, wohnt Gott auf dieser Erde. Weißt du, wo er wohnt? Genau hier in seiner Gemeinde und in dir. Amen. Dort wohnt er, dort herrscht er, okay? Und hier sehen wir,
Johannes, der Heilige Geist kam und durch das Kommen des Heiligen Geistes kam so eine Kraft, so eine Dynamik in die Gemeinde hinein. Interessant ist, dass dieser, wir nennen das vielleicht Geistesfülle, Geistestaufe, Geistesausrüstung, es gibt so viele verschiedene Worte, die man auch immer dafür gebrauchen möchte. Wir sehen, dass es kein einmaliges Ereignis gewesen ist. Okay? Super interessant ist, nur zwei Kapitel weiter, da kam Verfolgung und Widerstand. Weil der Heilige Geist kam und dann haben sie begonnen, das Evangelium zu verkündigen. Ein paar tausend Menschen kamen zum Glauben, Leute wurden geheilt, alles drum und dran. Und ein paar Kapitel weiter sehen wir, dass Widerstand entstanden ist. Okay, Johannes war vor dem Hohen Rat gewesen, alles drum und dran. Und jetzt hier, was macht die Gemeinde? Was ist die Antwort der Gemeinde auf den Widerstand von außen? Gebet. Sie kommen wieder zusammen zum Gebet. Wir können dieses ganze Gebet nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 4. Und schaut mal, was sie am Ende beten und was dort geschieht. Und hier heißt es, und jetzt, Herr, in Johannes Apostel Kapitel 4, Vers 29, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und durch Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Interessant, oder? Sind die in Apostelgeschichte Kapitel 2 mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? 100%. 100%. Steht hier, dass sie wieder erfüllt wurden? 100%. Bedeutet, der Heilige Geist ist eine Person, bedeutet das, dass sie jetzt mehr vom Heiligen Geist bekommen hatten und vorher weniger haben? Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, sie haben sich einfach neu ausgestreckt im Gebet, dass Gott neuen Raum in ihnen einnehmen konnte. Amen. Und dieses Gebet ist eine Art, wie wir uns Gott nahen. Ich glaube, wir dürfen, und auch ich habe es für mich genommen, wir dürfen lernen, neu zu beten. Amen. Wie man betet, Gebet ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Gebet ist ein Privileg. Halleluja. Und während wir beten, während wir uns Gott hingeben im Gebet, wir geben dem Heiligen Geist mehr Raum in uns, sodass er uns mehr und mehr durchdringen und einnehmen oder auch erfüllen kann, wie das hier geschrieben wird. Und auch da drinnen, es gibt verschiedene Arten, wie wir beten können. Okay? Und vielleicht wollen wir diese verschiedenen Arten von Gebet einfach neu entdecken. Und das hat eigentlich gut gepasst, die Musik in der Raum. Vielleicht wollen wir diese verschiedenen Arten von Gebet neu entdecken. Wir können mit Gott reden im Gebet. Aber auch singen, Anbetung ist eine Art von Gebet. Eine mächtige Art von Gebet, okay? Anbetung und Lobpreis. Ich habe es immer noch nicht verstanden, als ich zum Glauben kam, dass wir in der Gemeinde singen, auch wenn wir sonst Ende der Woche sagen, dass keiner singt. Und dann kommt von automatisch dieses Gedanken, ich war frisch bekehrt, ich kam aus der Welt, richtig raus, und dann kommt so dieser Gedanke, okay, singen ist für die Gemeinde, sonntags. Und den Rest der Woche, da beten wir, reden wir einfach. Und ich habe gesagt, nein. Gebet ist ein Überbegriff, und dann gibt es so viele, und der Überbegriff ist einfach Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott, okay? Und dann gibt es so viele verschiedene Formen. Anbetung ist so ein schöner Weg, weißt du, das Herz zu öffnen, dass Gott mehr Raum in uns einnehmen kann. Amen. Wir brauchen nicht mehr von ihm, er braucht mehr von uns. Halleluja, er ist da. Ich glaube nicht, dass er sich stückelt oder teilt oder so, ein bisschen weniger. Und im Gebet begeben uns ihm hin, damit er uns neu fühlen kann, damit er uns neu stärken kann. Okay? Und jetzt noch ganz praktisch, ganz kurz. Ich möchte dich ermutigen, ohne Zwang, ohne Druck, weil ich weiß, dieses Wort Gebet kann so oft Druck ausüben. Okay? Man sagt, du musst jeden Tag so und so lange beten und am besten morgens um 4 Uhr, 5 Stunden vor der Arbeit und egal wie müde du bist, du musst aufstehen und dann versucht man das, schafft es nicht, nach 3 Tagen lebt man in Selbstverdammnis und am 5. Tag hat man die Beten in den Haufen geschmissen. So ging es mir auch öfters, okay? Das ist nicht, was ich will. Ich möchte dich einfach ermutigen, anzufangen, mit Gott über dein Gebetsleben zu reden. Und einfach Gott zu sagen, Gott, ich möchte neu lernen zu beten. Wisst ihr, was super interessant ist? Die Jünger, die haben ja vieles gesehen von Jesus. Aber als sie gesehen haben, wie er gebetet hat, da haben sie gesagt, Herr, lehre uns zu beten. Die haben nicht gesagt, Herr, lehre uns, wie wir Tote auferwecken, sondern Herr, lehre uns beten. Das lässt mich nachdenken, was für eine Dynamik, was für eine Atmosphäre muss im Gebetsleben von Jesus sein. Amen. So, und da hat er seine Jünger gelehrt, wie man betet. Ich glaube, dieses Vaterunser ist für uns nur ein Beispiel über Gebetspunkte, für die wir beten können. Ich glaube, damit war nie gemeint, dass wir das Vaterunser einfach jeden Tag so runterbeten, bis wir das Gefühl dafür verloren haben, sondern er hat uns gezeigt, wie man sich Gott naht, was sind die Anliegen im Herzen Gottes. Und ich glaube mir, dein Leben wird Transformation bekommen, mein Leben auch, wenn wir uns Gott neu nahen im Gebet. Wenn wir uns neu öffnen für die Fülle des Heiligen Geistes im Gebet, okay?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir eine feste Gebetszeit haben. Eine feste Zeit, okay? Ich sage nicht wann, es soll nicht Druck sein, aber wir brauchen eine feste Zeit. Es ist so, es ist wichtig, mit Gott im Alltag zu reden. Und die meisten Leute, mit denen ich spreche, und ich versuche Leute anzuleiten im Gebet und ihnen zu helfen, einfach das aufzubauen, die sagen, ich rede so mit Gott zwischendurch. Das ist richtig, richtig gut. Ich denke, das ist so stark, das zu kultivieren, wirklich im Alltag mit Gott verbunden zu sein und im Herzen mit ihm zu reden. Aber wir brauchen eine Zeit, wie Jesus gesagt hat, wo wir die Zimmertür schließen und wo wir mit ihm alleine sind. Amen. Diese Zeit, ihr Lieben, ist wichtig. Das ist auch kein Opfer, wo man manchmal sagt, oh, ich gebe Gott ein Opfer und schließe mich ein. Es ist ein Geschenk. Jesus ist dafür gestorben, damit wir in seiner Gegenwart sein können. Das ist ein Teil des Erlösungswerks. Amen. Und lasst uns diese Zeit finden. Wisst ihr, wann ich gelernt habe oder angefangen habe zu beten? Von 0 bis 1 Uhr nachts. Und das ist meine Lieblingsgebetszeit geworden dann. Und deswegen, weil ich habe einen richtig guten Mentor gehabt am Anfang, als ich zum Glauben kam. Und ich war jemand, ich wollte auch von Gott lernen. Das ist auch manchmal so eine Herausforderung, aber ich wollte von Gott lernen. Ich habe einfach alles gemacht. Und mein Mentor hat zu mir gesagt, geh hin und bete jede Nacht von 0 bis 1 Uhr. Und ich habe hungrig nach mehr von Gott. Und als Gott mich gerettet hat, ich wusste, Gott ist lebendig. Gott kann von Süchten, von Jähzorn, von Drogen befreien. Ich wusste all diese Dinge. Ich brauchte niemanden, der mir erzählt, dass Gott Wunder tut. Ich habe das erlebt an meinem eigenen Leben. Und ich wollte mehr. Und ich habe einfach so ein Gehorsam geleistet. Ich wusste, ich habe gesehen, in seinem Leben sind Dinge, da bin ich noch weit entfernt von seiner Beziehung mit Gott. Und ich wollte das haben, was er hat. Und also habe ich ihn gefragt, wie machst du das? Und er hat gesagt, bete einfach, nimm dir diese Zeit. Und ich habe ohne zu fragen, warum und dies und das, und manchmal ist es gut zu fragen, ich habe es einfach gemacht, eine Stunde in der Nacht gebetet. Amen. Und dann habe ich gemerkt, es tut mir sogar gut, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich morgens die Augen aufmache, egal ob um 7 oder 8 oder um 5 oder um 4, ich bin sofort online. Meine Aufgaben kommen in meinen Kopf hinein. Ich weiß nicht, wie Leute das schaffen. Manchmal schaffen das morgens, noch diese Ruhe zu haben. Ich mache die Augen auf, wir haben so viel Arbeit in unserem Dienst und dann, ich bin dann, und dann sortiere ich und denke darüber nach und alles drum und dran und versuche irgendwie mein Handy wegzulassen. So. Es war nur für mich, du musst es nicht gleich machen, aber es war so, in der Nacht habe ich Ruhe gehabt. Amen. Ich bin auch Familienvater und nachts schlafen alle. Ich bin ganz alleine wach, ich bin total unabgelenkt. Und ich habe diese Zeit gebetet in Nordrhein-Westfalen investiert. Mein Mentor hat zu mir gesagt, faste einmal die Woche. Und ich habe angefangen, einmal die Woche zu fasten. Jeden Montag, radikal, von Sonntagnacht 0 Uhr bis Dienstagmorgen gefastet. Eine ganz lange Zeit, jeden Montag. Und ich habe gemerkt, durch mein Gebetsleben kann ich mich Gott hingeben. Nicht ich bekomme jetzt ein Stück mehr vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist Person, aber er bekommt mehr von mir. Ich habe die Kraft in Anbetung verstanden. Ich singe zu Hause. Ich mache viel Anbetung. Ich möchte euch einfach so erzählen, einfach vielleicht praktisch, weil das hilft. Weil ich weiß, manche Leute sagen, und ich weiß nicht, viele von euch, die haben ein starkes Gebetsleben, aber ich möchte denen helfen, die vielleicht sagen, wie mache ich das überhaupt, okay? Und ich habe Leute im Mentoring, und manchmal nach einer ganzen Zeit, die sagen immer noch, ich saß heute vor meiner Bibel, habe versucht zu beten, es hat nicht geklappt und die sind frustriert ohne Ende. Und darum erzähle ich euch einfach, was mir hilft. Vielleicht hilft es dir auch. Ich sage nicht, mach es so, wie es Nathanael macht. Aber das hilft mir. Wenn ich anfange, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ich singe eigentlich immer für ihn. Okay? Und ich habe nicht die beste Stimme, ich treffe auch nicht alle Töne. Das ist mir völlig egal. Weil ich weiß, Gott liebt dieses Herz der Anbetung. Amen. Und ich merke, in dieser Lobpreis, in dieser Anbetung steckt so eine Kraft. Wir haben gestern diese Bibelstelle genannt, in dem Psalm, dass Gott sagt, Gott thront in den Lobgesängen seines Volkes. Bringe Anbetung in dein Zuhause. Okay? Lass uns nicht Leute sein, die sonntags etwas praktizieren, was wir nicht während der Woche praktizieren. Wir sind keine Sonntagschristen, wir sind Jünger von Jesus Christus. Amen. Sonntagschristen ist keine Erfindung von Jesus. Die Erfindung von Jesus ist Nachfolger, die ihn mit dem ganzen Leben nachfolgen. Amen. Versuch mal, wenn du möchtest, Anbetung in dein Alltag zu bringen. Anbetung, das bringt deinen inneren Geist zur Ruhe, dass du dich auf Gott ausrichten kannst. Okay? Dann zum Beispiel, wir haben gestern über Geistesgaben gesprochen, ich habe diese Gebetssprache, ich bete in Zungen, ich bete in Sprachen. Wenn du das hast, gebrauch es doch, warum gebrauchst du es nicht? Wenn du es nicht hast, ist okay, bete dafür, dass du es bekommst, wenn du möchtest. Okay? Aber ich gebrauche das und für mich ist das sagen, manchmal, wofür soll das gut sein? Für mich ist das ein Riesensegen, in Zungen zu beten. Weil manchmal weiß ich noch nicht genau, was ich beten soll. Aber in Sprachen kann ich beten und ich merke einfach, dass diese Verbindung, die mit Gott kommt, dieses Auferbauen im Geist, was wir gestern geredet haben. Das ist Gebetszeit. Ich mache manchmal Musik an, Lobpreis an und setze mich einfach hin und rede ruhig mit Gott. Auch das ist Gebetszeit, okay? Dann habe ich Zeiten, wo ich einfach laut Bibelverse proklamiere und Dinge ausspreche. Und auch das ist Gebetszeit, okay? Und lasst uns doch mal einfach Jesus selber fragen. Ich habe das am Anfang gemacht. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du bist bei uns, du bist unser Lehrer, du bist in Johannes 16 so genannt. Lehre mich zu beten. Das war mein Gebet. Herr, lehre mich zu beten.
Weil ich war nicht ganz dumm, ich habe vielleicht nicht alles verstanden, aber ich habe gesehen, die Jünger haben Jesus gefragt, lehre uns beten. Jetzt ist der Heilige Geist bei uns, er ist unser Lehrer. Also frage ich ihn einfach dasselbe. Das muss einen guten Effekt gehabt haben bei dir. Herr, lehre mich zu beten. Und der Heilige Geist, wenn wir ihn bitten, er wird uns hineinnehmen, er wird uns zeigen, wie wir Gemeinschaft mit Gott verbringen. Und Gebet bringt Kraft in unser Leben hinein. Amen. Gebet bringt eine neue Dynamik in unser Leben hinein. Und glaub mir, mein Wunsch ist, dass wir Gebet neu entdecken und die Fülle des Geistes im Gebet neu entdecken. Amen. Apostelgeschichte 2, sie haben gewartet, um ausgerüstet zu werden, damit der Heilige Geist zu ihnen kommt. Und sie haben gewartet im Gebet und er kam. Apostelgeschichte Kapitel 4, ich weiß nicht, was die gefühlt oder durchgemacht haben, aber sie haben dies nicht mehr gespürt, dass der Heilige Geist so nah bei ihnen ist. Was haben sie gemacht? Wieder gebetet. Eine neue Fülle, eine neue Kraft, eine neue Ausrüstung kam zu ihnen. Amen. Weil sie wieder sich hingegeben haben an ihn. Okay? Wollen wir so ein Leben von Hingabe leben? Amen. Okay? Ihr Lieben, Gebet ist eine der größten Geschenke, das wir haben auf dieser Erde. Das, was wir heute haben an Gebet, war nicht möglich im Alten Testament. Amen. Wir haben gestern über samaritische Frau gesprochen, die hat diskutiert, wo man beten soll, auf dem Berg Gerizim oder am Tempel. Und Jesus sagt, es kommt eine Zeit, wo die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Das ist, wofür Jesus sein Blut gegeben hat. Lass uns aufstehen zusammen. Wir werden noch einmal kurz beten. Der Heilige Geist wird genannt, der Geist der Gnade und des Gebets. Wir haben gestern gelesen, der Heilige Geist hilft uns sogar im Gebet und vertritt uns im Gebet durch unaussprechliche Seufzer. Und vielleicht können wir einfach so als Antwort auf diese Predigt, wir haben vieles gehört, viele verschiedene Punkte, jetzt vergiss nicht den Bereich mit Identität in Verbindung mit dem Missionsauftrag, okay? Vergiss nicht den Auftrag an sich und dass wir den Auftrag nicht alleine ausführen können, sondern dass der Heilige Geist, dass Jesus mit uns ist durch den Heiligen Geist. Aber eine Art, wie wir ihm Raum geben in unserem Leben, ist dieses Gebet, ist diese Gemeinschaft. Und Jesus hat das vorgelebt. Er hat Gemeinschaft mit Gott gehabt im Gebet.